Ja, so chaotisch wird es jetzt auch gleich in Catherine nämlich losgehen, denn wir spielen Vincent, der sich zwischen drei Frauen nicht entscheiden kann. Und ihr trifft jetzt die Wahl mit uns, Viet und Chiara. Bleibt dran. Blond Catherine. So, es hat ja schon richtig chaotisch begonnen, ja, schon, ne? Wo ich dachte, ich hätte die Disc-Version dabei, ich habe die Hülle dabei, aber ohne Spiel drin, das war richtig schlau. Ja. Da musste wir jetzt seine Playstation mitnehmen, die wir zum Schluss nicht angeschlossen haben. Aber dafür habe ich mich eingeloggt mit meiner Version. Das stimmt. Die schon runterladen können. Und das Spiel ist auch bereit und meine Idee dahinter war, oh, jetzt habe ich schon den falschen Knopf da hinten gedrückt. Naja, das, weil man ja sehr viele Fragen gestellt bekommt bei Catherine, dass die Community diese beantwortet. Okay. Und wenn wir aber Textnachrichten bekommen von... Das heißt, ich bereite schon mal den Chat bei mir vor. Ja. Betrügen. Wenn wir aber Handynachrichten bekommen, dann beantworten wir die. Okay. Also alles, was dann im Labyrinth, im Traum passiert, darf die Community entscheiden. Okay, und das sind ja auch so Entweder-Oder-Fragen meistens. Ja, ja. Trägst du gerne Unterwäsche, ja oder nein, sowas halt. Das kam tatsächlich schon mal vor in dem Spiel. Ah, damit man selber die nicht beantworten muss. Smart. Wir können ja trotzdem sagen, was wir gesagt hätten. Oh. Aber dadurch beeinflussen wir auch das Ende, beziehungsweise ihr beeinflusst das Ende. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Vorgewarnt, das Spiel gibt's nur auf Englisch. Untertitel ist, glaube ich, aber Deutsch. Mhm, hier. Ja. Wir machen es auf Normal. Mhm. Oh, shit. Okay. Wir machen Classic. Ich hau dann schon mal rein, ne? Ich habe was zu essen mitgebracht. Geil, ne? Was? Schöne Banbao. Banbao? Oder Baoze, wie die Chinesischen sagen. Oder Bao, wie die Amerikaner sagen. Egal, ich hau jetzt rein. Beißt man da einfach rein? Ja. Bei allem war irgendwie so ein X dran. Was ist jetzt eigentlich umsonst, dass ich es in die Mikrowelle gemacht habe? Nein. Ich weiß gar nicht, was ist denn da so drin? Leidenschaft. Mhm. Das gehört übrigens dazu. Kann ich nicht überspringen. Deswegen essen wir jetzt. Und ihr schaut zu. Ich finde übrigens gut, dass du diesmal einen Charakter genommen hast, der ausgeschnitten ist beim Opener, beim Intro. Ist nicht immer dabei. Ich hab's gar nicht bemerkt. When the night sky fills with glamour, a lovely story awaits you. Good evening. Welcome to the Golden Playhouse special feature. Do I see some new faces? Once again, your guide for the night is me, the Midnight Venus, Trisha. Have you heard about this scary rumor? Im Hintergrund sind die ganzen Persona-Maskottchen. They say, if you fall in a dream and don't wake up achtet man darauf before jetzt. You land, you die in real life. Ich dachte natürlich, ihre komischen Haare, ne? Catherine Fullbody, the second coming lenkt schon ein bisschen ab. Unconventional romantic horror. A man with a certain curse has a terrifying and dramatic week. Oh, does that sound familiar? Well, like I said. Ich habe schon vor 6 Jahren gespielt. This is Sieben. Catherine, but with a fuller body. Nice. With a sensual flavor, not unlike a fine wine. Wir hätten Wein nehmen sollen. Sehe ich so aus, als könnte ich mir Wein leisten? Ja, 2 Euro Wein. Ah, okay, ja, stimmt. He is an earnest and kind man, but one day we begin to see him have terrifying nightmares. Amidst the storm of temptations around him, he has another chance encounter. And an awfully cute one at that. But ja, doesn't this süß. Seem a little sexy? Convenient? Oh my, sounds like a recipe for disaster. Will Vincent be able to overcome the massive blocks in his life? Perhaps he'll take a road less traveled.
Schon geöffnet. Ich will anstoßen. Depends on you, viewers. Dafür bist du so nett. Sorry to keep you waiting. Raise the curtains. Ich hab heute einen guten Tag. It's time to savor the marriage of pleasure and pain. Now enjoy the show. Until we meet again. Also als Vorwarnung, es werden noch ganz viele Zwischensequenzen kommen. Am Anfang. Und viel Gerede, aber ist trotzdem geil. Okay. Du hast es ja schon mal gespielt. Hast du es durchgespielt? Klar. Klar. Okay. Aber ich habe nur ein Ende gehabt. Also ich habe nicht mehrmals durchgespielt wie du. Ah, okay. Keine Ahnung, was passiert. Ich weiß es auch wie nicht. Wie passiert das immer wieder? Passiert das nie? Huch! Physics! Eigentlich müsste sie ihn schlagen, dafür, dass er nichts dafür kann. Ja. Typisch Asian so. Was? Ja, Animes halt. Ah. Asian Animes. Ich schlag niemanden. Da haben sie sich ein bisschen den Stil von Persona 3 nochmal zugute gemacht. Was ist das denn für ein geiler Morgen, Leute? Also ein guter Morgen, meine ich. Du hast es heute irgendwie, ne? Wieso heute? Mhm. Was habe ich denn heute noch gesagt? Ach, nichts. Das sieht komisch aus, oder was? Das hast du gesagt. Was ist das Social Media Bild? Ja. Ah, die neue Rin, die ist nur Rin, die ist nichts von ihr. Kein Vorname, kein Nachnamen. Übrigens, ich finde das richtig lecker und ich weiß nicht, was da alles drin ist. Sag mal. Mm. Hackfleisch, die Tagepilze. Mm. Glasnudeln, ein Ei, ein bisschen Kohl, manchmal sind auch Karotten, sehr viel Pfeffer, und auch gut würzen, ich weiß gar nicht welche. Ja, ein Ei trinke ich gerade auch. Mhm. Oh. Geil, ich bin ein halbnackten Mann. Hat immer ein Kissen dabei. Kissen nicht vergessen. Oh. Ob die Steuerung jetzt weniger schwammig ist wie im ersten Teil. Ich habe ihn ein bisschen gespielt, also ich habe den Endless Mode gespielt, das ging eigentlich ganz gut. Okay. Es war mir auch Jahre her, seitdem ich den ersten gespielt habe. Den kann man ja jetzt auch auf PC holen, ne? Den ersten Teil, den hast du ja vor kurzem geholt. Gut, dass er rauskam, war der total verbuggt, aber jetzt geht's glaube ich mehr. Also Catherine, für Leute, die es nicht kennen, es ist vom Spiel her, vom Gameplay her, es ist überwiegend halt diese Mini-Rätsel hier, oder Mini-Rätsel sind ja, es ist ein Knobelspiel, ein Puzzlespiel. Also ich überspringe mal das Tutorial, weil wir können euch das alles erklären. Also, ihr müsst einfach ganz nach oben kommen und könnt dabei diese Steine halt ziehen oder verschieben. Genau. Ja, das ist der... Ah, warte mal, welcher Knopf da? Ich hab eine Schultertaste gesehen, aber es war. Ja, ich hab auch die Schultertaste gesehen. Ich glaube, zum Zurückspulen kannst du es machen, wenn du mit einem Move nicht zufrieden bist. Ah, okay. Ach, das Geld ist weg, aber das brauchen wir eh nicht. Das brauchen wir nicht. Ich hab mir nie was gekauft bei Catherine. Das kann man sich nur mal kaufen, ich kann mich nicht daran erinnern. Es gibt dann diesen. Riesenbock, der total fett ist und dann. Man denkt, da ist die Völlerei irgendwie da. Das ist einfach nur Geld geil. Das dachte ich mir, den unterstütze ich nicht. As long as it's touching an edge, connect, strut. Oh, ja, gut. All right, I got it.
Können wir hier schon eine Umfrage starten, welche Catherine wir nehmen? Oder Rin? Catherine? Catherine? Ah, ich hab Kacke gebaut. Ist es besser? Scheiße, ich hab's verkackt gerade. Ja, kannst du zurückspulen. Ja. Hä? Der Anfang ist immer am einfachsten, jetzt hab ich's. Kann ich denn. Mhm. Kannst du nicht. Jetzt. Naja, undo habe ich schon mal gemacht. Also, man sieht auch links die Leiste, weil die Stage auch in sich zusammenbricht, wenn man zu lange braucht. Genau. Ist man Game Over. Man sieht ja unten, man sieht ja, wie sie sich langsam auflöst. Genau. Aber du hast noch viel Zeit. So, wir hören die Glocke, das bedeutet, wir sind gleich da. Ja. Und diese komischen Gesichter kann man nicht ziehen. Genau. So, jetzt sagen sie uns, die Glocke bedeutet, bis gleich da. Ich meine, das ist ja auch ein Knallhart durchgenommen. Genau, wir wollen das jetzt in 3 Sessions durchspielen. Mhm. Also Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils nochmal moin. Du hast gesagt, das geht recht fix. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich meine mich zu erinnern, dass es recht schnell ging. Ich glaube 6 Stunden oder sowas. Dann ist das eigentlich schon durch. Ich meine, es kommt auch darauf an, du kannst in der Bar, die wir dann noch sehen werden, mit ganz vielen Leuten reden, was du vielleicht auch machen solltest, wenn du Bock hast, dass sie leben. Aber hier fragt mich immer, was ist mit Rin? Na gut, Rin gehört auch noch dazu, zur Auswahl. Es sind so gestörte Sachen, die da hochklettern. Ja. Was heißt das Leuten? Das Leuten heißt, du bist fast da. Mhm. So, das ist wahrscheinlich nur eine Bronzemedaille. Zu lange gebraucht. Ja. Aber es gibt ja jetzt auch. Gab's denn das schon vor diesen Online-Modus? Online-Arena? Nee, glaube ich nicht. Den gab's, glaube ich, erst mit der PS4 und PC-Version. Okay. So, das war die erste Aufgabe. Rechts. Oh, what a terrible dream. Oh, niemand. Okay. Noch nicht. Ja, er hat ins Bett gemacht. Ich glaube, das sagt er sogar dann noch. Hello? Yeah. I'll be in today's code review meeting. Really? No, I'm just a little under the weather. No, it's okay. I'll be right there. Yeah. Sorry. Eigentlich trägt er jeden Tag dieselbe Boxershorts. Er wendet die nicht mal. Mhm, kriegt trotzdem die ganzen Frauen ab. Ach, ist das das Geheimnis? Das Geheimnis. Oh, diese langen Fingernägel. Mhm. Hey, where'd you go? Snap out of it! Were you even listening? Sure. You know, you've been a little out of it lately. Is everything all right? You've been spacing out left and right. Oh, sorry. I had to work early this morning. Arbeitet, das macht mich glücklich. Oh Gott. Ein arbeitender Mann ist ein guter Mann. So, are you getting anything extra for this? For what? For all this overtime you're doing. Oh, not this time. This time, do you usually get overtime pay? Well, no, but... So you don't get anything. Here, 2 sugars. Hey, ich kann entscheiden, wie viel ich brauche. Sie bemuttert ihn halt auch so krass, ey. You mean like, where you're in danger?
No. No, where you actually die. You're being killed or something. No. I usually do the killing in my dreams. Huh? That sounds like you. What's that supposed to mean? Hey, how many years have we been together? Huh? Oh man, how long has it been? It's been so long I can't remember. How many years? I'm asking you. It's just, my mother's been calling me up and asking how we're doing. Oh. She's worried about me. She knows I've got a career that keeps me busy, but... Yeah. I mean, it's easy to keep things like they are now, but... I don't know. Sometimes easy's best, right? Yes, who knows what'll happen in the future? I suppose. Death by Snoo Snoo? Wer sein Becken aber kaputt? Er wird sehr dehydriert. And in others, we have more on the recent string of unexplained deaths that seem to be exclusively involving young men. The cause of death is unknown, and while police are investigating accidental causes, foul play has apparently not been... Das ist unsere Bar. Das ist ein geiler Barname eigentlich. Stray Sheep? Catherine keeps telling me how her mother is constantly calling her. Das ist doch so geil, dass sie so einen Fernseher haben. She says she's not worried about it. Japan. Right, Vinny? And what do you think? So, who are you betting on? Come on, pick one. That's right. You kidding? Women's wrestling? What I know. Oh, ich schau gerade Glow an. Das ist richtig geil. Ja? Yeah? Fabian hat mir auch schon gesagt, dass ich mal reinschauen soll. She finally wants you to tie the knot. You think so too? What else could it mean? I've known you since we were kids, but wow, you married, huh? Hey, nothing's set in stone yet. What, you don't want to marry your girlfriend? It's not that. I mean, I love her, but I don't think we need to run out and get married. You know, it's like we're comfortable where we are. Are you? Yeah, that's what she said. Her job's always most important to her. I mean, you know she's always been the ambitious type, right? It doesn't mean she'll always be like that. That's not what I mean. Besides, you're single too. Hey, I'm still looking for my soulmate. I'm not like you. I've already told my girl that I'm not interested in marrying her. What if you never meet your soulmate? Then I'll never get married. So what? That sounds just like you, Chief. Oh, how'd the interview go? The boss seems like a really nice person. Ich hasse diese Anime-Krankheit. Wie geht's dir heute? Also nicht so gut, okay. Ich finde es auch mal gut, wenn sie den Namen der Person nochmal sagen. Did you hear about Paul? He's dead. Paul? Wait. That Paul? He's dead? Yeah, I heard he just got divorced, but he looked healthy. It's a complete shock. What happened to him? An accident? I don't know. Apparently his mother just found him dead in his room this morning. Noch bei seiner Mutter gewohnt? Geschieden, ne? Wahrscheinlich hat die Frau das bekommen. The mystery death on the news? That was him. Holy shit, no way! Maybe Will, I'll wind up dead tomorrow, too. Shut the hell up. Man, I hate the news. They're always trying to push their agenda for ratings. Toby, you are really easy to mess with. Well, speaking of crazy stuff this morning, I pissed the bed for the first time since grade school. Eigentlich doch. What? Oh, that's messed up, man. Das erzählt man doch nicht so, oder? Oder? Hey, das sind Freunde, ja? Das ist wirklich alles. I don't remember what it was about. Nee, nicht alles. How old are you? 32. I know that. You know, I don't think I need to hear this. Shut up. I was really fucking scared, all right?
Whoa, where are you guys going? Stick around. I don't want to go home just yet. So, why don't you have Catherine meet you here? No, I just saw her today. Besides, she'd get mad at me if I told her. Sie hat doch schon gesehen. Ja. Muss ich nochmal einladen. What does she see in this poor fool? Sorry, but I gotta be in early tomorrow. Don't drink too much, okay? All right. Take care, Vince. See you later. See ya. Wir müssen viel trinken. Ja, 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 damit wir schneller sind. Träumen schneller. Das sage ich mir auch immer. Damit ich den Traum schneller weglaufen kann. Wie den Fall, dass du einen Albtraum hast. Ja. Oh, hey, Erica. So, she managed to get the job, huh? Of course. I can't just abandon someone with amnesia. Especially when they seem like such a good kid. Amnesia. And like Johnny said. Mm-hmm. There's this innocent cluelessness to Rin that, oh, I just can't help caring about. Not to mention the whole stalker thing. Who would do that, and why? Seems like even she doesn't know. Now, how could that be? You should find out. Warum wir? Weil wir... Everything okay now? Yeah, I think Keine so. Mm-hmm. I wanted to say thanks. Ich werde dir in Zukunft auch nur so antworten. Not just for saving me, but... Heute essen gehen? I couldn't remember anything. I'm so glad I met someone as nice as you, Vincent. It's nothing really. Anyone would have done the same. Still, you saved me, Vincent. I start working here tomorrow, so I'll do my best to show you my appreciation. Wie der Chat sich gerade darüber aufregt, dass die Pizza nicht aufgegessen wurde. Ja, aber das wird jetzt jeden Abend so sein. Oh Mann, ey, wie ich mich auch darüber aufrege. Ich hätte sie schon zweimal gegessen. Er ist ja noch ein bisschen in der Bar. Probier es aus, was Catherine uns geschrieben hat. Ja, cool, noch solche Club-Handys. Wie gesagt, ich treffe mich zum Essen mit alten Freunden. Schon komisch. Die meisten sind verheiratet und haben Kinder. Alle zeigen Fotos von ihren Familien herum. Ich fühle mich wie ein Außenseiter. Oh Mann, ey, sei kein Mitläufer, Catherine. Vielleicht wird es uns auch Zeit, uns aus der Komfortzone zu trauen. So, wie gesagt, die Handy-Nachrichten entscheiden wir. Ja. Catherine. Das beeinflusst dann. Diesen Freitag spiele ich Pokémon Nuzlocke. Ich bin noch nicht bereit dafür. Du denkst zu viel nach. Aber was sagst du? Was würdest du sagen? Stört dich das? Das können wir auch machen. Oh Gott. Eins von den beiden, finde ich. Oh, ja, jetzt wird analysiert, wie ich Frauen antworte. Ja, aber das ist so nichts sagen. Das ist das Praktische. Dann kannst du damit nichts großartig falsch machen. Ah, geil. Gut zu wissen. Manchmal denke ich auch drüber nach. Wir haben unser eigenes Tempo. Ja. Das finde ich sehr gut. Ist das eine Art Test? Oh, das ist eine Art Test, finde ich. Das ist schwierig. Oh, Leute. Ihr lernt hier noch was über Frauen. Das ist eine Fialle. Vielleicht sollen wir drüber reden? Nein. Nein. Mach dir keine Gedanken über andere. Richtig. Bestätigen. Ja, lass uns einen Film anschauen. Ja, irgendwie genau, noch beschwichtigen. Da muss man nicht reden, wenn genau. man einen Film guckt. Das, oh, deswegen bin ich mal gerne ins Kino gegangen. Okay, Nachricht senden, ja. Alright. Schau mal, das war sogar gut. Vom wir verstehen Paragon die Sprachen Level. Der Frauen. Ja. Ja, das werden wir noch herausfinden dann, ob wir das wirklich verstehen. Ja. Genau, und immer wenn er trinkt, kriegt er so innere Monologe, je nach Gewissenslage. Oh Gott, wie lange sind die denn zusammen? Ich glaube, seit dem College oder so. Okay, das ist schon lang. Ich glaube, jetzt kriegen wir ein Bild. Send boobs over bitch. Hängst du wieder im Stray Sheep ab und trinkst? Du weißt, dass du morgen arbeiten musst. Oh, deswegen denke ich mir, sei mal cool, Catherine. Echt, ey. Herrje, mach bitte halblang. Ich habe übrigens ein Foto von der Party neulich nach der Hochzeit erhalten. Ich muss die Leute unterhalten. Ich muss die Leute unterhalten, aber es hat Helen geweckt. Kannst du mir das Bild sehen? Von der Hochzeit? Was für eine Hochzeit war denn das bitte? Vor allem. Vincent, trink nicht so viel. Oh, geh früh nach Hause. Oh, hier übrigens ein Bild. Hier von mir. Von der Hochzeit. Als ja, Cheerleaderin verkleidet. Küsschen, geh ins Bett. Welche Hochzeit ist das? Guck mal. Alle haben sich ganz normal gekleidet, wie eine Hochzeit, aber sie kam als Cheerleaderin. Hat sie den Dresscode vergessen?
Das. Oh, das ist. Sieht, als hätte man dich gezwungen. So, jetzt wäre ich lustig. Willst du dich jetzt mit dir anlegen oder was? Nein? Nein, wie nostalgisch. Oh, okay. Da kann man interpretieren, früher war alles besser. Jetzt ist alles scheiße. Wacht mich wie. Das Leben war unkomplizierter damals. Oh, Alter, du bist richtig passiv-aggressiv. Was? Holy shit. Okay, was? Das würdest du nicht antworten? Nee. Okay. Aber das mache ich jetzt mal rein. Ja, pass auf dich auf. Das ist gut. Ne? Man kümmert sich ja. Aber das Ja macht schon wieder so ein bisschen. Ja, pass auf dich auf. So gleichgültig. Oh Gott, ey. Das okay, selbst der Chat ist sich unsicher bei meiner Antwort. Oh shit. Das ist so als Teenager, so was antworte ich? Oh, was hat denn Punkt, Punkt, Punkt zu bedeuten? Rangehen. Rangehen, ja, ja, natürlich muss man rangehen. Man hat ja vor 2 Minuten noch geschrieben. Ja. Sonst wird sie denken, hö, hö. Vincent, it's me. Yeah, what's up? I wanted to apologize for cutting our meeting short this morning. Meeting? Ist schon in Ordnung, oder? Ja, ja, ja. I don't mind. You had to meet with a friend, right? It was a woman, just so you know. I think you knew her in high school? It's okay. What's wrong? Nothing. You have to go to work early tomorrow, right? Don't stay out too late. Good night. Dafür hat sie angerufen. Ja, sie hat noch extra gesagt, dass sie mit einer Freundin unterwegs ist, damit sie auch checken, ne? Geht er jetzt mit Freundinnen aus oder mit Freundinnen aus? Ja, okay. Ja, ja. Das checkt. Kann sich mal speichern. Hier wird gefragt, wann wir Cuphead weiterspielen oder ob wir es aufgegeben haben. Wir machen das irgendwann noch weiter. Das ist TBA, weil wir jetzt noch andere Sachen priorisieren. Catherine zum Beispiel. Okay. Welche? Das finden wir noch heraus. Wir treffen jetzt, glaube ich, Catherine. Catherine. Okay. Übrigens, Troy Baker spricht Vincent und Laura Bailey spricht Catherine mit C. Achso, ich gerade schick für Catherine? Nein. Die beiden haben, glaube ich, auch schon bei Bioshock Infinite zusammengearbeitet. Ah, Elizabeth, ne? Mhm. War Bioshock Infinite nicht Nolan North? Oder war doch Troy Baker? Nee, hast doch. Baker. Ist Troy Baker. Es sind nur die zwei Synchronsprecher. Ja, es gibt nur die beiden. Hey, Stan Lee Cameo. Excelsior! Hello. Rhiannon and Catherine sitting in a tree. Oh. Es passiert nichts Gutes. Aber wir konnten jetzt noch gar nicht so richtig in der Bar rumlaufen, ne? Nee. Scheinbar. Oder sind wir noch in der Bar? Nee, 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 wir. Okay. Schlaf. Ich glaube, jetzt kommen sogar die ersten Umfragen. Jetzt kommen noch die fremden Schäfchen. Normando 22? Ich glaube, das sind andere Spieler, oder? Witzig. Interessant. K.O.-Tropfen. Nee. Alter. Sheesh. Das ist übrigens Tartarus. Kennt man aus Persona 3, das Gebäude? Ich habe Persona 3 nicht gespielt. Ich habe nur Persona 1 gespielt. Und. Es ist quasi das Labyrinth von Persona 3. Last night's dream? Again? What the hell? I was at the bar and this girl came in and then can't remember. What's going on? Mhm, genau. Dann kam das Mädchen und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Und plötzlich war die Hose weg. Oh, ich muss das gar nicht schieben. So, diese Blöcke gehen kaputt. Ja, darf man nur einmal rauf, oder? Ja, also du kannst doch einmal kurz drauf, weil musst du schnell irgendwo hochklettern. Ja, ich kenn's doch. Das Geld brauchen wir, wie gesagt, nicht. Bist du nicht gierig? Schieb. Ach, schau mal, da ist das eine Seele. Wollen wir die mal einsammeln? Ist irgendwie nichts passiert, vielleicht ist er dann gestorben? Ja. Hä, an der Stelle schon? Keine Ahnung. Du hättest auch einfach ziehen können. Du machst echt kompliziert. Ja, aber ich wollte, dass die Blöcke unten bleiben. Ja, 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 ja. Wir lernen das alles bei uns. Learning by doing. Ja. Ja, umschauen ist in dem Spiel nicht so einfach. Ja, das die ist Kamera umschauen. Ist sehr unschön. Ja, deswegen brauchen wir nicht. Ich will auf keinen kaputten Block. So, das ist ein Item. Ich glaube, damit
Können wir einen Block zu einem normalen Block machen, ne? Ah, mit welcher Taste? Ja, ich glaube mit Viereck. Okay. Habe ich aber auch bisher nie benutzt. Geh hoch! Nice. Du hast einen Checkpoint. Achso, ich muss da. Kannst du ein Kissen verwandeln, ne? Ja, oder aber so. Ich brauche nur einen Block. Aber wir sind ja eh gleich da. Ja. Ich wünschte, man könnte es überspringen. Ich hab das Spiel, wie gesagt, schon ein paar Mal durchgespielt, also den ersten. Es ist immer noch der erste. Ja, stimmt. Ups, naja, es geht schon bestimmt. Und jedes Mal muss ich mir das Tutorial anschauen. Greifen! Fuck, ich habe gestern mit dem Xbox-Controller gespielt. Ich denke immer, X ist links, wo Viereck ist. Wie hast du mit dem Xbox-Controller gespielt? Nein, nicht Catherine. Ich habe generell gestern mit dem Xbox-Controller gespielt. Es gab mal ein Catherine-Turnier, stimmt. Das habe ich irgendwo auch schon mal gesehen. War es nicht sogar bei der Evo? Echt? Bei der Evo? Ja, im Fighting Games Turnier, glaube ich, hat immer Catherine gespielt oder so. Irgendein Turnier war das. Hat die mal reingeschaut. Ja, auf Evo. Krass. Oh, jetzt kommen moralische Fragen. Mhm, Leute, macht euch bereit. Wir haben keine Umfrage vorbereitet, aber wir gucken jetzt einfach auf den Glück in den Chat. Ich habe die schon gefragt. Ja. Oder? Also ich habe euch geschrieben. One thing for certain though. If we don't run, we're going to be killed. Killed? If you see this place once, it's all over. You'll keep coming back every night. Every night? You're kidding me. We all have the same fate here. If you don't want to die, you've got to climb. So if I climb, I'll be saved? There's no guarantee. But take a look at that. See that bell? It's like a church or something. A church? If we can reach the top, there may be a way to escape. So there is a way out. Like I said, there's no guarantee. But we've got to believe. It keeps us sane. Those who panic die first. Quit with all the dying stuff. I'll do whatever you say. Just help me. Look, from here on out, I'm afraid you're on your own. I'm going now. No, wait. You hurry too. Hey! You can't be serious. You can save the notebook and... Also ja, Fortschritt können wir speichern, aber ich brauche mir erstmal nicht. Ich würde sagen, wir reden nur mit den wichtigen Leuten. Wer sind die wichtigen Leute? Leute, die Klamotten anhaben. Oh, wie im echten Leben? Ja. Okay. You're quite virtuous, however, to be concerned about someone other than... I'm going to reward you with an oil. Okay. Oil. My usual habit. Der ist neu, oder? Den kenne ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich ein Ölscheich. Okay, er freut sich, dass wir ihm helfen wollen. Wollen wir speichern? Ja, doch, gleich nochmal speichern. Na gut. Können ja dann in der Bar sowieso nochmal speichern. Aber du hast recht, es gibt immer so viele Zwischensequenzen. Mhm. Okay. Teach me. Wir kennen die noch schon alle. Tots Technik. Oh, die kennen wir doch schon, die Pyramide. Die haben doch gerade schon gemacht. Easy peasy. Nicht übel, was? Oh, besseres gesehen. Oder so ein Greaser, ne? Mit so einer tolle. Genau. So eine Joe-Griff. Den haben wir nämlich heute schon mal gesehen. Haben wir? Ja. Das sah aber ein bisschen anders aus. Habe ich nicht gewusst. It's tingling. Ist das Spider-Man? Ja. There are many techniques to discover. I guess the key. All right. If you find anything, you tell. Das ist ein Befehl. So, das waren die wichtigsten. Ja, da sind ja noch nackte Schäfchen. Ja. Beichtstuhl. Ja. Okay, Leute. So, jetzt kommt die Umfrage. Leider konnten wir es nicht der Regie vorbereiten. Das heißt, ihr seht erst jetzt die Frage. Wir lassen dann auch ein bisschen stehen. Achso, ich rede gerne mit der Person auf der anderen Seite. Deswegen stelle ich mich immer erst ans Fenster. Hey, long time no see. Or rather, nice to see you here. And welcome to the confessional. Who are you?
This is the world of nightmares. I guess you could call me its supervisor. I sense a force of change rising up. What exactly happened in the other world? I guess it doesn't matter. You lambs are all destined to die here anyway. What? Don't be ridiculous. But before I kill you, I want to determine the value of your life. So you'll have to answer some questions. Ist doch nur eine, oder? Question one. Pro Etage, glaube ich, ist mal eine. Do you have for your significant other? Pull the rope with the answer that best matches. Oh, hier bin ich jetzt gespannt. Gutes Aussehen, guter Charakter. Oh, das ist schwierig. Okay. Also, was? Chat, schreib das. Nee. Die Umfrage wird ja erst erstellt und dann werden wir es ja gleich sehen. Ja, okay. Und nachdem gewotet wurde, sagen wir dann, was wir genommen hätten. Okay. Aber tatsächlich, das ist die gleiche Frage wie in der Demo. Normalerweise variieren die ja auch immer. Ich will weiter hin und her wackeln, weil sonst denkt man, ich habe eine Präferenz, wenn ich irgendwo stehen bleibe. Ja, stimmt, weil er nur an einer Stelle stehen bleibt, nicht irgendwie zwischen beiden. Ja, Mann, hab ich's verkackt, ey. Kann gut, dass da kein Timer ist. Beides. Welche, Catherine? Gute Umfrage. Ja, wen habt ihr lieber, Chiara oder Wirt? Bloß nicht die Umfrage erstellen. Ich ziehe sowieso den Kürzeren. Ich dachte, einer von uns beiden steht für Aussehen und der andere für Charakter. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, was wäre ich lieber? Was wäre ich wohl? Danke, Chat. Was hat Chat gesagt? Ach, Chiara habe ich ein paar Mal gelesen jetzt. Zweimal. Ja, bei was? Weiß ich nicht. Mhm. So. Also. Einfach Chiara geschrieben. Toll! Ja. Ansonsten. Regie, wie sieht's mit der Umfrage aus? Ah, da ist sie doch. Ah, da ist sie. Geil. Welche Catherine? Auf den Charakter. Macht einfach bei der Frage einfach nur Catherine und dann die Antworten beim nächsten Mal, dann ist es nicht so komisch, aber es ist auch okay. Ausrufe, halt wundervoll. Ausrufezeichen Kawaii. Aussehen oder Ausrufezeichen Kawaii Charakter. Gut gemacht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie unser Chat, unsere Community, ihr Repräsentanten von vielen anderen Bohnen. Das ist so dumm von mir. Oh! Hab ich Aussehen was gewählt? Du hast Aussehen gewählt! Oh, scheiße, du bist Chiara, was ich machst du? Ich hab gespeichert! Ich hab aber gespeichert. Aber Charakter wurde genommen. Ich hatte auch Charakter genommen. Was bringt dir Aussehen? Ja, ich hab's Aussehen, das ist genommen. Was bringt dir Aussehen, wenn ihr alt seid? Da seht ihr alle. Ich kann's neu laden, wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert. Okay, dann machen wir es so. Wir machen es neu. Wir starten es nochmal neu. Wir gehen jetzt kurz in eine Werbung. Wir gehen jetzt kurz in eine Werbung, starten weil neu. Chiara es verbockt hat. Bock, verstehst du? Ja. Ah! Okay, Leute, wir gehen in eine Werbung. Wir sind gleich wieder für euch da und machen dann die richtige Antwort. Ja. Und ich erklär dann noch. Nee, du bist so ein schlechter Mensch. Ich mach's nochmal von vorne, so Leute. Ja. Bis gleich, ja? Ja. So, da sind wir wieder. Alles wurde behoben. Die Auswahl können wir jetzt doch mal neu machen. Ihr habt euch für Charakter entschieden. Und ich hätte mich auch für Charakter entschieden. Und ich kann dir auch sagen, wieso? Wieso? Nur weil jemand gut aussieht, heißt es nicht, dass du dich mit der Person unterhalten kannst. Richtig. Und unterhalten. Vor allem, du bist so, als wäre das so das Einmaleins. Richtig. Ja, aber du wirktest halt so, hast Aussehen gewählt, deswegen. Ja, weil ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler war, das war einfach was tief in dir. Bei diesen wundervollen praktischen Controllern sind hinten Knöpfe dran und da bin ich außersehen dran gekommen, weil ich meine Kraft nicht kontrollieren kann. So, Leute. Kannst du kurz mal dein Ärmchen hochheben? Nein. So, Leute, jetzt Charakter. Der gute Charakter.
Und man geht ja davon aus, dass man lange mit dem Charakter, mit der Person zusammenbleiben möchte. Da hilft ja einem natürlich nur ein Charakter. Was bringt dir Aussehen? Ja, eben. Auf lange Zeit. Das ist, außer du schaust wirklich jeden Abend Filme mit der Person. Ja. Und willst nicht mit ihr abhängen. Ja. Klar, das ist die typische Antwort. Am Ende zählt noch das, doch das auch. Das habe ich auch gerade gelesen. Ich finde, beides ist wichtig, aber Charakter hat eine höhere Gewichtung. Mm. Gerade wenn man so alt ist wie ich. Wobei ich auch einen Unterschied mache zwischen Aussehen und Ausstrahlung. Ist auch nochmal ein Unterschied. Hm. Ich habe gerade einen ziemlich schlechten Charakter. Kappa! Ich habe es Kappa nicht gesehen. Ich schon. Nee. Das ist doch. Nee. Ich hab's vorgelesen. So. Natürlich, online haben die meisten Charakter gewählt, können die Info wechseln. Sie sind nur Männer, die haben. Wo? Hauptsächlich nur Charakter gewählt, nur Frauen. Ist es? Frauen haben es ein bisschen mehr gewählt, oder? Nee, ja. Bei Männern ist Aussehen ein bisschen größer als bei den Frauen. Nee. Ja, genau. Bei einigen Männern ist halt das Aussehen wichtiger. Erst also klar, finden. Ja. Einige Männer finden das Aussehen wichtiger als Frauen das Auge. Genau. Ich habe noch Hoffnung. So, ich lass dich jetzt auch mal. Ich darf auch? Ja. Ja, aber ich werd die Beziehung zu Catherine sowas von verbocken. Zu welcher? Allen. Es gibt nur zwei. Oh, nimm das Gold da unten. Das ist einfach zu kriegen. Was mache ich da gerade? Nein, du musst einfach nur hoch, ja. Das ja. Vor allem. Geiler Tipp. Ja, du musst einfach nur hoch. Nee, du musst die hier nicht schieben. Du kannst hoch und dann dich runterhangeln lassen. Ja, genau, ich wollte so hoch. Aber das mit der blauen Linie ist auch neu, oder? Weiß ich gar nicht. Hey, don't run! Sorry, man. Oh yeah. As you climb, you'll run into something. Ja, die Objekte haben wir ja schon gesehen. You can only carry one item at a time. Don't worry about using an item at the wrong time. Please! Use a white block. A 3x3 platform will appear at your feet. Mit welcher Taste überhaupt? Viereck, okay. Alter, krass. Ja, da kannst du dich ja auch hangeln. So. Spielst du eigentlich mit Digi-Kreuz oder analog? Mit Digi-Kreuz. Ach, stimmt, da gibt's ja diese anderen Schafe, die versuchen, dich runterzuschmeißen manchmal. Also. Muss auch erstmal reinkommen in die Steuerung. Wo ich gerade Karriere im Chat lese. Also Catherine mit K hat ja wirklich eine bessere Karriere als Vincent, und das in Japan. Mhm. Ist das unüblich? Ja, weiß ich gerade nicht. Was mache ich denn hier jetzt? If you're stuck, it may be best to try and undo your moves. Nee. Oh. Dude, du bringst einfach Schafe um. Hey, ich will überleben. Doggy Dog World? Hell is this place? How high does this damn thing go? I don't know. I wish I did. Ich glaube, der Trend geht dazu, dass dann Frauen mehr Karriere machen wollen, glaube ich, in Japan. Mm. Wie auch hier in Europa halt. Ja, würde mich jetzt nicht wundern. Also ich glaube, man. Oh nein, ich wollte eigentlich ziehen. Undo. Undo. Oh, undo. Das sind die schweren Dinger. Ja, aber die sehen jetzt auch anders aus. Die waren, glaube ich, früher auch braun. Und hatten kein Gesicht. Das X immer überall, aber nicht hier da, wo man es hier ist das X, hier ist das X. Ja. Dort auf der Tastatur ist das X. Gamers Unite. Nein, Gamers Unite packt das X alle auf die gleiche Stelle. Ja, Mann. Gleichberechtigung für die Xe. Echt, ey. So, gleich kommt die nächste Frage. X oder Kreuz? Ist es die Kreuzbox oder die Xbox? Vielleicht ist gar nicht ABXO, sondern AB Cross O. Das kann auch sein, ja. Ilias hat sie ganz falsch ausgesprochen.
You see everybody else as sheep, but all these sheep, they're really human. There's got to be some reason why we were all brought here. What reason could there be? Why do we have to suffer like this? Who knows? But I do have an idea. An idea? But stop the speculation. It's just going to confuse us more. You should think of what to do next. I'm hearing rumors of something big coming soon. You be careful now. Something big? Still, you're really getting the hang of things. There's nothing more I can teach you. Can't be true. Wer mehr Fehler macht, muss bei der nächsten Folge ein Cosplay tragen. Wie als Catherine, klar als Vincent. Hey, wait! Ich zahle, also wenn, dann ziehe ich ein T-Shirt an. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Das hab ich gerade im Chat gelesen. Wer mehr Fehler macht, muss bei der nächsten Folge ein Cosplay tragen. Ich werde das Schaf sein. Ich nehme das Plüschaf mit. Oh Gott, ich werde jetzt hier sich zuerst trainieren. New techniques will be written down by the other sheep. Okay, speichern. Für den Fall, dass man aus Versehen eine blöde Taste drückt. Ja. I found it. Yo, have we met before? You survived because of the techniques I found, huh? Ja. Mhm. Bring mir noch was bei. Let me show you another great technique. Allow me to explain suspending. Der Hänger. Wir schauen uns einfach nur das Video an. This technique gives you more room to maneuver. Push a block. Hä, haben wir das nicht schon längst gemacht? Gibt es nicht so einen Klettermove noch? The block will remain in place. How's that? I'm a regular blockologist, huh? That's a good start. Try to remember this one too. Allow me to explain pullback. Also ja, Rückzieher. Den hast du ja, glaube ich, vorhin also, gerade eben gemacht. Ja, den noch. If you climb up and find yourself stuck, try pulling a block and backing down. By creating a stairway as you go down, you will be able to... That's crazy. You knew that? Warum wollen mich jetzt alle als Catherine mit C sehen? Keine Ahnung. Nur weil sie ein Nachthemd anhat. Aber wenn du Catherine mit K wärst, bräuchtest du lange Fingernägel. Müsstest du dir draufkleben. Da kann ich keine Tastatur mehr bedienen. Doch, du musst dann aber immer die Finger so einzeln machen. Feel free to check them out if you get stuck. Wer ist das? Who dead? What are you? No, nothing. Let's make it out alive. I'm not sure how I feel about being encouraged by a sheep. But I guess it's better than being a chef. Or even worse, a kitchen hand. I said hand, you idiot. Kitchen hand, like a cook. Pay attention. Sorry. Kitchen Band. Okay. Ich glaube, da rechts ist auch ein Shop. Das hat mir mal angesprochen, aber wir wollen brauchen wir uns nichts holen. Oh, you're new here. Let me ask. Do you have any coins? You may have seen. I'll trade you useful items for them. I'm a numismatist. I love money. I love money. I've got a plaque with that on it in my office. No matter what world you're in, as long as you've got money, you can do anything. These gold coins are symbols, symbolizing money. And if that's the case, then I can save myself if I have enough of it. That's my theory. Oh, so you don't know... If you still have der Digge ist ja knuffig. You can buy items with meint er mich? Nein. If you are already carrying an item, however, buying items makes it more difficult to earn the gold prize. If you want an item, pony up some coin. Tonight's product is... The white cube creates a platform of blocks at your feet. Ach so. Nee, brauchst du ja nicht. Oh, ja, hab ich doch schon. Ja, das hab ich doch schon. Okay, auf zum Beichtstuhl. Und wenn man mit dem Gedanken immer irgendwie einkaufen gehen würde, das hab ich doch schon. Ja. Dann würde man so viel Geld sparen. Videospiele hab ich doch schon. Ja, stimmt. Hey. Hey. Fein. Ich find gut, dass es ihn so nervt. Hey. Ich hoffe, dass irgendwie nochmal andere Dialoge. Okay. Fragenzeit. What do you value? Ist dir wichtig? Enough of this. A man's worth can't be measured by a single question. Not to mention, you have more than one path ahead of you. This is the second question. Does life begin or end with marriage? Das war auch schon im ersten Teil. Oh. Das ist ja auch eine schwierige Frage. Fuck, ey.
Da bin ich echt gespannt, was der Chat sagt. Bin mal gespannt. Uff, uff. Easy. Beides Quatsch. Ende. Krass. Nur der Ende. Das ist wahrscheinlich wieder Ausrufezeichen Kawaii und dann bin ich mal gespannt. Lebensende mit drei Buchstaben. Ehe, habe ich gerade gelesen. Was ist die, wo steht die Frage? Ja. Also, was? Fragezeichen. Also, okay. Ist okay? Das passt, ja. Oder ein Kawaii Beginn oder Kawaii Ende? Das ist eine doofe Frage, weil es auf die Person ankommt. Ja, genau. Ja. Und ihr seid jetzt eine Person. Oh, ihr seid dann noch immer gemeinsam schwanger. Oh, Oh, ich bin auf die Prozentzahl jetzt gespannt. Alter. Ich finde es persönlich auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja, man muss dann schon ein bisschen. Ach, ist ja gar nicht so krass. Oh, doch, 50-50. Was? Ich habe Beginn gar nicht so oft gelesen, um ehrlich zu sein. Doch. Oh, das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber, mehr als 50% sagen Ende. Ich hätte jetzt tatsächlich Beginn genommen, weil es beginnt ja was Neues damit. Es ist ein neuer Lebensabschnitt und mit einer Hochzeit assoziiert man ja meistens auch, irgendwann kommen noch Kinder eventuell. Es beginnt eines neuen Lebens dann auch. Aber natürlich ist es Ende von vielen anderen Sachen. Ja, oh, das ist schwierig. Ah. Also, ich finde. Es beginnt das Ende. Man kann es immer so schön hin definieren, wie man möchte. Ja. Ich finde halt irgendwie. Du stirbst ja nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe den Sinn einer Hochzeit irgendwie nicht. Mhm. Für mich ist es so wie, okay, das ist der letzte Schritt, den man macht, um seine Liebe zu beweisen, wo ich finde, das muss ja eigentlich mit so einer Zeremonie nicht bewiesen werden. Und deswegen sehe ich das nicht als Anfang, sondern als Ende? So als, ja, doch eher als Ende, muss ich schon sagen. Aber Ende von was? Von, wir haben sonst keine andere Art und Weise, unsere uns zu zeigen, wie sehr uns lieben, also müssen wir heiraten, damit auch andere Leute checken, jo, wir meinen es ernst oder so. Aber. Und klar, natürlich kann man. Wenn du heiratest, hast du auch Vorteile und zwar eine andere Steuerklasse. Das ist der Beginn einer neuen Steuerklasse. Wow, dass du auch daran gedacht hast, dass es eine neue Steuerklasse gibt. Ja, genau. Das habe ich. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber gemeinsam Leben zu planen ist ja ein Beginn, unabhängig von der Hochzeit. Ich finde nämlich, eine Hochzeit sollte nicht deine Beziehung definieren und dein Leben. Mhm. Und ich finde, viele Leute lassen dadurch halt ihr Leben definieren. So, und sagen, okay, jetzt sind wir viel erwachsener als ihr, weil wir haben geheiratet. Wir meinen es ernster als ihr, nicht verheirateten Leute. Mhm. Na gut, das lege ich denen jetzt in den Mund. Ja, das wäre das. Das stimmt natürlich gleich ganz, aber Ende würde ich auch nicht sagen, weil alles, was du vorher gemacht hast, könntest du theoretisch immer noch machen. Ja, eben. Nur, dass es die Trennung halt komplizierter ist. Ja, genau. Und wenn es die richtige Person ist, mit der du zusammen bist, dann ist es identisch. Ja, dann macht es ja keinen Unterschied. Also es ist kein Ende auch. Ich habe es halt irgendwie nicht verstanden. Es ist nur der Beginn von einer, wo dann die eine oder andere Person eventuell noch den Nachnamen der anderen Person trägt. Ja. Das wäre vielleicht noch ein Unterschied. Und die Steuerklasse, die ist echt wichtig. Was hat jetzt eigentlich gewonnen? Gewonnen hatte Ende. Okay, dann nehmen wir Ende. Ja. Die Steuerklasse ist vielleicht auch wichtig. Oh, wir sind jetzt wieder einen Schritt zurückgegangen. Ich wusste es. Wait. Das Ende eines eigenen Nachnamens. Ja. An Mann reingeschrieben. Be careful what you take for granted. I'm sure you've heard the stories of people losing such things. Something big is coming. I can feel it. Something the likes of which this world has never seen. I guess there's no point in worrying about the future. You have more pressing matters to attend to. Are you ready? I don't like that laugh. So what the hell's going on here? Ah, diese Fragen, ey. Ich sehe schon, unser Vince, der wird alleine sterben. Oh, ich bin aufs Ende wirklich gespannt, was wir dann bekommen. Ich kenne ja noch das eine Ende, wo was ich irgendwie nicht erwartet hatte. Ich hatte das normale, gute Ende. Oh, guck mal, das ist auch spannend.
Ja, also insgesamt Kindes, eher mehr. Ja. Geh mal Beginn. Nach Geschlecht. Und nach Geschlecht ist. Oh, wow, okay. Bei Frauen. Bei Männern. Oh, Beginn. Oh, sogar. Oh, ist es bei Frauen ein bisschen mehr bei Ende? Ja. Krass. Wow. Ein bisschen mehr. Also, ne? Keine Ahnung, wie aussagekräftig diese Umfrage ist, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles also nach seiner Richtigkeit läuft. Ja, genau. Für Frauen ist es einfach das Ende, wenn sie geheiratet haben. Ja, sie haben das Spiel durchgespielt, das Lebensspiel. Ja, komm, mehr müssen sie nicht mehr machen. Ist das Ende. Die müssen das Kind rausploppen, ey. Warum sage ich das? Kann kind ich nicht einfach. Rausploppen. Plupp. Pong, 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 pong. Wieso? Nein, sag nicht pong, pong, pong. Dann denke ich an irgendwelche Stripperinnen, die Ping-Pong-Bälle rausploppen. Du hast bei South Park Winona Ryder. Okay, bestätigen. Okay, weiter. Ja, weiter, weiter. Ach, sehen wir dann, wie viele Leute gestorben sind, oder was? Ja. Ah, okay. Oh, was so? Oh, den Bosskampf. Oh. Ich finde die Bosskämpfe, aber die Bosse sind mega schön gestaltet. Schau mal, die Fingernägel. Oh, die kommen mir bekannt vor. Oh, Mann. Oh, das ist die zukünftige Ex. Das hat der Chat wahrscheinlich. It's the killer. Not die. Nimm mal die Glocke. Vergesst nicht, was die ist. Und die Glocke nicht vergessen, Leute. Ah, sie renoviert nochmal, ne? Du schaffst es. Es gibt einen Boss, den hasse ich am meisten. Das BB? Das Horror aussieht. Ja, das ist so laut, das Ding. Die Pyramidentechnik! Ja. Das hast du mal wie ein Anime gestalten. Natürlich! Du musst es aber dann analysieren. Ja, mit der Pyramidentechnik spart man ein bisschen mehr Platz und es ist sehr schlau. Wie bei. Ausgezeichneter Zug. Ach, oh, das, liebe du kleine Bitch, und deswegen heirate ich dich nicht. Naja, okay. Ich heirate jemand anderen. Niemanden. Mich. Kefron. Kefron. Kefron Weasley. Okay, das sieht auch aus. Und dann? Weiß ich nicht. Ah, nee. Das ist, was macht man mit der Glocke? Du kannst sie Glocke renovieren. Weiß machen. White Blocks Matter. Ran den und. Ja, ja. Nice. Oh, in dein Gesicht, heute wird nicht geheiratet. Bra, 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 bra. Freedom! Heute wird nicht gestorben, Bitch. Geh halt in die Tür rein, Mann. I'm firing my laser. Halleluja. Ja, stimmt, ist ja doch. Is it gone? Ah, das ist ja. Right? Yeah. Es kommt noch eine Frage? Nee, ne? Nee, das ist doch ein Endboss. Sind wir wieder in der Bar oder in der Sushi-Bar? In irgendeiner Bar auf jeden Fall. Oh nein, wir sind erstmal im Bett. Männergrippen. Sterben gefühlt mehr Menschen als bei Geburten. Du weißt gar nicht, was eine Männergrippe ist. Ja. Du kennst das Gefühl. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich will einfach nur noch mit niemandem mehr reden. Okay, du passt. 5 Jahre zuvor? Ja. Sie sagt doch. Ich kann mich nicht dran erinnern. Beziehungsweise schon beiden kriegt jetzt mehr Tiefe. I can tell something's going on with you. Are you working too hard? No, I'm fine. You've been gaining weight, haven't you? Can't forget to eat your veggies. Well, I've been catching up on almost everything. Ich dachte, das ist ein Mutterkomplex. That doesn't count. Das kann auch sein. You know what? Hey! Maybe a little workout will burn out those extra calories.
fond memories. Sounds fishy. Huh? Sounds fishy. You have to lose. Let's do this again tomorrow. If you can survive, that is. Ich sag mal so, also diese Szenen und Bilder von Catherine Picard, die Fischkarte, die gab es im ersten Teil nicht. Ja. Sie wurde einfach nur als nörgelige Frau dargestellt und ich finde es ganz nett, dass man da jetzt auch noch mal ein bisschen mehr von ihr erfährt. Vielleicht mag ich Catherine Picard ja doch noch. Okay. Never mind. Was ist denn das hier? Ho! Ho! Hallo, Schwester. ja, genau. Vielleicht mache ich Catherine Picard ja doch nicht. Marriage is just a tradition, right? Seriously, who wants to be tied down? As long as two people are together, it's okay, right? Oh, it's Gott. Supposed to be free, don't you think? Da würde ich auch noch trinken. You know how it is with most girls. As soon as they're adults, all they can think about is tying the knot, right? But there are girls like you out there. Never knew. Oh, it's not that strange, is it? Men aren't the only ones who fear being chained down. Es gibt eine Blasenentzündung. Remember that. Thank goodness. Huh? We think alike. Oh! Jetzt so den langen Hals, ist mehr merkwürdig, finde ich. Mhm. Let's get tipsy. What is it? Was ist es? What is it? Whoa! Oh, ich bin ausgerutscht. Yeah, thank you. You're so kind. Ihr saßt nur da. I was... sorry. Well, I have to work tomorrow, so... I need to get home. Oh, oh. I had fun tonight. Oh, mm-hmm. You must like what you see. I'm not staring. You're a bad liar. Entweder war der Kuss so lange oder... You taste like smoke. Der Kuss war sehr, sehr lang. But I don't mind. You don't say. Oh Gott. Warum wurde kurz die Kamera jetzt hier gezeigt? Holy shit. Ey, der hat seine Augen. Oh man, this is not good. Hm? What isn't good? Wäre cool, wenn Vincent auch in Persona-Spielen auftauchen würde. Das ist Nebencharakter. Macht er. Ja? In der PS Vita-Version von Persona 3 trifft man ihn in einer Bar. Oh, ich dachte zumindest Persona 5. Is this gonna be a problem? Und erzähl dir von seinen Träumen. So, okay, I cheated on Catherine. This is bad. This is really, really bad. But I didn't make a move. She forced herself on me. Du hättest es aber beenden können. I drank way too much. Und ihr habt ja im Bett geschlafen, wo du neulich reingepisst hast. Und sie stört es nicht. Das ist gut. Vielleicht hat sie es nicht gemerkt. Why do you mind not staring at me like that? It's kind of creepy. Sorry. Listen. Idea, okay? I don't just sleep around. I came here because I like you. I'm not even mad. Guck mal. Er spricht die Sprache der Männer. You see, this is my first time. Up right now. So then, it was love at first sight? Huh? Ah! What? I'm sorry. I'm really... You said you have to work, right? Work? I guess? Sorry. I gotta go now. Ah, daran denkt sie dann. A dentist appointment now. Mm-hmm. Zahnarzt. Dentists get angry if you're late, too. I wanted to stay with you a little longer. I guess they'll have to wait until next time. Okay, see you soon. Hey, wait. I'm actually dating someone already. Und er weiß nicht mal, wie sie heißt. This is a mistake. Ja, stimmt. A mistake.
It's gotta be a mistake. Jetzt erstmal TikTok installieren. Oh, Copperhead. Oh, so geil. You know what? You just hit me. You know how they say every guy has 3 hot streaks with the ladies in his life? This is your 3rd. Okay, ich dachte, wie lange wollt ihr noch zeigen? Jetzt kommen die ganzen Kappas. Also. Yeah. Das ist euer Zufluchtsort, Twitch-Chat. When we were kids, you're the most popular with the girls. I don't remember that. The 2nd time you were in the zone was when you started dating Catherine. Although, that's over if she finds out about this. Oh, crap, man. She's probably gonna kill me. That's what you're all scared about. As long as she doesn't find out, you're safe, right? Just act like it never happened. I'm not like you. I can't just ignore this. Well then, why not switch it up? That way you won't hear any more marriage talk, right? All that stuff about soulmates and eternal love is bullshit. Married life sucks, man. You really want to go through the same shit I have? I'm not like you. I don't want to sleep around. I just want life to stay the same. What am I gonna do? I didn't mean for any of this to happen. If you're gonna whine, you shouldn't have done it, dumbass. Well, no shit. I wish I could just live all carefree like you. Don't you realize there's nothing you can do, you schmuck? No matter how good you are to a woman, you never know if she'll stab you in the back. Well, if you're gonna ditch the new girl, hook me up. She's cute, right? You got a picture of her? Nice. No, I don't have her pic. She's not your type, anyway. Come on, how do you know that? Sie ist für ihn der Typ. Because she's my type. Oh. Dann will ich wissen, was sein Typ ist. I am so fucked. Das würde ich auch gern wissen. Hey, have you heard the rumor about the dream where you're falling? Huh? Schärfe 10. Who cares? Come on, if you fall and die in the dream, you'll die in real life. My friend's boyfriend almost died. Isn't that scary? Huh? How do you know? Were you able to see his dream? Hey, you all right, man? You don't look so hot. I guess I didn't really get much sleep last night. Obviously. Anyway, you're way too freaked out over a one-night stand. Hey, you paying attention? Listen, man. Huh, I never saw the girl. Hat schon geiles Leben. Geht das ja, mal oder? Schön Sushi essen, dann hängt er in der Bar ab. Wir machen einfach mal so einen Arbeitstag in real life stream, wo wir das machen. Mhm. Erstmal Sushi essen, dann in der Bar, abhängen. Und wir essen noch die Pizza auf. Oh ja. Jeder seine eigene. Oh. Ich teile nicht. Nee, ich hätte sonst was von meiner. Oh ja. Sie sind jeder seine. Yeah, I want a woman who's, you know, mature, stern, has a nice pair of heels. Cool, man. I like that creepy guy in horror movie Jungs, ne? Tries too hard to be noticed. Shut up! I'm not like that! What's wrong with, you know, having some adult fun with someone older than I am? So, did I hear someone call for me? Oh, hey, Erica! I've got a nice pair of stiletto heels I know how to use. Whoa, Erica. Okay, wie bist du jetzt darauf gekommen? So, ich hab dich schon mal so genannt. Und jetzt Stilettos gesagt, dann kam ich drauf. They say it targets cheating men and kills them. Or not. Which is it? Wait, what? What exactly is this woman's wrath? Okay, erzähl mal mehr. Oh, you don't need to worry about it. You only care about your girl, Vincent. Oh, what are you talking about? This guy totally needs to know. Cheating is pathetic. I agree with Toby. Pathetic. What are you calling pathetic? Shut up and eat your peanuts. My eye! Huh? What? You're cheating. Weren't you talking about marriage? Why don't you say it louder? Seriously, stop yelling about cheating and shit. I think someone on Mars didn't quite hear you. Oh, that's low, Vincent. Lowest of the low. Don't call me that. Now you know. Just leave me alone. Well, come on, tell me about this girl. Oh, God. Apparently, she's Destiny-level cute. Cut that shit out. Are you kidding? Finding your soulmate is awesome. I'm totally jealous. You jackasses better not mention this to anyone outside the bar. I am serious. Dude, we know the drill.
Say, have you heard? It seems that Boss was a bit of a player back in the day and broke more than his share of hearts. You see how he's wearing those tacky sunglasses indoors? They say he's using those to hide his face. Yeah, right. You're in hot water yourself, right? Maybe you should invest in some shades. Ha ha ha. Shut up. I'm done fooling around. Oh, by the way, Rin's gonna play the piano here, starting today. Hä? Sag doch, ich höre doch an seinem Klavier. Ist noch gar nicht gespielt. Mhm. Aber kennst du irgendeine Bar hier in Deutschland, die solche Musik die ganze Zeit spielt und so ruhig ist? Hurry, get up! It's coming for me! Nee, die sind mir zu teuer. That? Gojira! Gojira! Oh, schon wieder angefallen. Wo landet die Hand diesmal? You okay? Hello? Do you know where you are? Okay, never mind that. How about a name? Rin. Rin? Kefra mit G. That's a nice name. Who is that, though? Ah, Klavier spielen kann sie noch. Yeah. Okay. What was that? Amateur hour. Oh, don't say that. Rin's working really hard. Vincent? What did you think of my performance? Oh, great. Yeah, it was great. Really, unique. Thank you so much. I was hoping to play a little better than that. Don't worry about it. No one gets things perfect the first time around. I guess you're right. Weißt du, was mich stört an Kevin mit C und Rin? Ihre Stimmen sind so weich und hoch und ich will ganz nett mit dir reden. Ja, sorry, Batman. Ich nicht verängstige. Statt einfach, ja, hey, wie fandest du meinen Auftritt? Ja, nicht jeder redet wie du, Batman. Batman. Do you want to know my secret identity? Saving some girl from a stalker in the streets? It sounds like a daytime soap opera. That stuff doesn't really happen. Well, it did, so give it a rest. Does that girl really have amnesia? Erica, you took her to the doctor, right? Did they find anything? Not really. They think it's only temporary. But it ist es wirklich so, dass man Leute nach Hause schickt? Remember is wanting to play piano. Nach Hause schickt? Hey. Wenn sie Gedächtnisverlust haben? Oh ja, wird sie schon irgendwann beheben. Last guy just happened to move out. Nicht, wenn sie dann alleine sind. Better keep your hands off her. Oh, shut up. Ach, stimmt, wir sind ja Nachbarn. It's not like that. I'm an old man over here. But you guys really came through for us. You know it. Having Rin work here was a great idea, huh? We have you guys and even a police officer. Doch heißt, wenn Frauen die ganze Zeit wie Batman reden. Mention, public spaces are a lot safer. Ich liebe dich. Stalked by someone. Yeah. Ist es nicht so, dass Frauen gegenüber Männern, die sie mögen, eine höhere Stimme haben? Ja, stimmt. Ja, das heißt, Catherine mit K mag Vincent nicht mehr. Aber sie ist einfach selbstbewusst. Ich habe im Chat die Frage gesehen, ob das das Spiel von der Macherin von Persona 5 ist. Ja. Ja. Okay, erst trinken oder erstmal reden? Erstmal Handy checken. Ja, das ist. Also, erstmal neue Memes suchen. Ich glaube. Oh, das sind 5 Nachrichten. Oh boy. April? Achso, erst April. April. Okay. Wer ist April? Lauf doch raus! What? Nee, die haben ja schon gelesen, gestern. Die kennen wir, ja. Oh, das ist vielleicht was. Mit Nadine. Das sind, glaube ich, nur. Ja, ja, das erste Level geschafft. Genau. Das wird die einfach nur. Kunden. Okay. Okay, ja, ist klar. Okay. Das ist ja alles gut.
Du kannst übrigens an die Tootbox gehen. Ich speichere erstmal. Ja, das ist sehr schlau. Steh mal kurz auf. Wollte ich wirklich aufstehen? Ja, du kannst dich ja wieder hinsetzen. Genau, jetzt lauf mal zum Soundsystem. Lauf wie Jotaro Kujo. Ganz cool. Aber die Beine sind halt so merkwürdig. Aber sie, auch dieser buckelige Gang. Ja, das ist halt Gamer-Gang. Gamer-Gang? Okay. Mach ich auch immer so. Sieht irgendwie ein Jojo-Charakter aus. Lauf mal nach links. Wir müssen erstmal die Musik wechseln. Guck mal, das Morgana. Genau. Weil es gibt den geilen Persona-Soundtrack. You never see it coming. Oh, Persona 5 ist auch dabei. Wake up, get up, get out there. Nice. Okay. Okay, gut. Schau mal, wer hat denn diese Grease-Figur? Die Frisur. Das ist der Greaser. Don't be a tumbleweed. Men are only acknowledged by their upward mobility. Don't be a tumbleweed. Außerdem sieht man Haltung wie Ede. Fuck, das ist nicht so. Ich dachte, der Kunst der Greaser ist gemeint, dann habe ich Haltung gelesen. Und dann habe ich gedacht, zu spät. Gut. Okay, jetzt will ich auch eine Bar haben. Eine Gamer-Bar, wo dann solche Musik läuft. Ich die ganze Zeit Haltung passiert. Und dann am besten nochmal mit den Freunden reden. Oh shit, it's the fan you're protecting, right? It's your problem too? Seriously. Anyway, you a cheater? Who would have thought? Don't you care about Catherine? Of course, but ich finde schön, dass alles vertont ist. Well, you were. I hate to be so confrontational, but jeez. Men who cheat are cursed. If that rumor's real, what are you gonna do? Nothing, because it's not real. Thanks for everything, Vincent. I'll get to see everyone here each night. And I'm really excited to play the piano at a place with such an adorable name like the Stray Sheep. Don't thank me, thank Erica. Oh, no, wait, actually, it was Boss who hired you. So I heard that you're getting married? Well, I don't know about that. Das ist ein Gerücht. We have been together quite a while though. Ich weiß nicht mehr wie lange. Übrigens ist es wichtig, dass wir mit den Leuten reden tatsächlich. Would you like to speak to Lindsay? Wenn wir Would you like to speak to Martha? Ein schöneres Ende wollen. Oh, sorry for staring. Please sit. Have you ever heard this story before? The man who climbs the highest mountain gets his every wish granted. What's that? It said a man climbed that mountain. It said a man climbed that mountain 700 years ago and was given the world. A man who climbs the mountain now will be given his future to do with as he pleases. Is this a fairy tale or something? These are true stories. The story of Rapunzel is based on this true story. A prince who was able to climb a very tall tower, gained his princess. Ach stimmt, wir können ja noch Rapunzel spielen. Ich finde die Level mega schwer. Ist 16-Bit-Spiel, ne? So ähnlich halt wie die Albtraum-Spiele nur. Ja, ich glaube sogar Schwansee läuft dann auch im Hintergrund bei dem Game-Automaten. Achso, du hast eine Nachricht. Ja, sorry, Ladies. Ich glaube, es ist dann die Nachricht, ja, dass du das Level geschafft hast, oder die Nachricht. Okay. Gut. Dann mal mit deinem Bros sitzen. Erstmal mit dem Bros sitzen. Erstmal was trinken. Ja, trinken ist wichtig. Denn wir wollen ja schneller sein, während wir... Und wir wollen Fun Facts über unsere Getränke erfahren. Ist jeden Abend betrunken. Du hast niemanden betrunken. Ich
apparently it's related to those mysterious deaths. You mean, like how Paul died? Yeah. Word is, this is getting called the Woman's Wrath. Sounds like something Erica would like to have. Hey, Paul's been here a few times, right? Yeah. He was a classmate of ours back in high school. I ran into him just the other day. Seriously? How was he? We just traded greetings, but he looked fine. Maybe I should have paid more attention. Hey, it's not your fault, man. Hmm? Yeah, I guess. Ja, aber Tobi, na, erstmal ein Schlückchen. Ja, trinken, reden, trinken. Cheating, huh? It's not like I can just apologize for it and everything will be fine. If I took a shot every time she hit a wrong note. That's a deal breaker for me, no matter how cute she is. Anyway, you and Catherine have been together a long time, right? What was it like in the beginning? I just want to know for reference. It wasn't anything special. It was at the reunion. He was giving her dating advice. Then he ended up falling for her himself, right? He ran to her side in the middle of the night when she was depressed, after all. Hey, stop that. Stand-up guy like that turns out to be a cheater. Ich denke, es ist echt, dass man niemanden erzählt. You got a mail. Oh, von wem ist die wohl? Catherine. Oh. Wieder im Trashy. Du musst es diesmal lesen. Bist du wieder ein Trink? Willst du wieder trinken gehen? Ich war heute in deiner Wohnung, aber du warst nicht da. Ich wollte mit dir reden. Das muss ich jetzt wohl morgen warten. Bis morgen warten. Deine Wohnung ist übrigens ein ziemlicher Saustall. Ich sag doch, bring den Müll öfter raus. Ich hab's jetzt gemacht, aber achte etwas mehr darauf, okay? Das war's, gute Nacht. So klingt sie. So klingt sie. Okay, so, wir entscheiden, was wir einfach... Sorry, ich war nicht so... Voll, voll gelangweilt, sie ist so voll emotional. Bring's raus. Ja, sorry, ich war nicht zu Hause. Nur schlechtes Timing nehme ich an. Ich trinke, wann ich will. Nein, nicht trotzig Timing. Sein. Nur schlechtes Timing. Ja. Ja. Wir balancieren so zwischen beiden Seiten. Mm-hmm. Immer so. Mm-hmm. Worüber wolltest du reden? Oh nein, dann fängt sie jetzt an zu schreiben. Nee, ja, ja, oh, dann kommt eine Wall of Text. Genau, wir sind in der Bar, wir wollen nicht lange schreiben, also wir reden morgen. Ja! Oh Gott. Oh, dann kommt trotzdem eine Wall of Text. Das Gefühl, ich bin voll der schlechte Mensch. Aber gut, dass du zustimmst. Nee, aber dann kommt eine Wall of Text. Ja, eben. Ich finde, wenn man abends weg ist, dann will man nicht lange schreiben. Am genau. Ist doch bist ja total unhöflich den Freunden gegenüber. Ja. Betrunken kann ich mich nicht konzentrieren. Nee, bist, man darf nicht sagen, dass man betrunken ist. Wir reden morgen, du bist sicher auch wieder so für den. Einfach so, um nochmal zu sagen, du willst heute doch auch nicht mehr schreiben. Ja, aber dann denkt sie wieder, ach, du willst mich jetzt doch nur loswerden, damit du zockst. Damit du. Okay, wie jetzt? Damit du. Storys aus deinem Leben raus. Bis. Oh Gott. Bis. Du bist sicher auch müde. Ja. Schlaf gut, Kevin. Oh, ja, ja, genau. Ja, schlaf genau. Gut. Bestätigen. Schreib noch und schick noch ein paar Bilder. Send some nudies. Send nudes. Send. Oder? Nee, ja, sicher. Du musst uns, nee, da steht senden, nicht send nudes. Schau mal, das war eine gute Antwort. Okay. Ich werde so emotional bei dem Spiel. Quote wird, hau die Nudel rein, Mann. Was? Ja, das hatte ich zu Ilias gesagt beim Undertale Let's Play. Okay. Jetzt hast du nicht getrunken. Ja, sorry, ich war noch ein bisschen... ja. Don't even think about making a move on her, alright? Ha, you're one to talk. You got your own shit to figure out first. You seriously okay, man? They say men who cheat get cursed. Curse? That's so stupid, I can't even laugh at it. The timing's too good. Still, I can't believe you cheat. But if she's that cute a girl, maybe it's a lucky accident, huh? Sag das nicht. What am I supposed to do? Well, good luck keeping it a secret. Bad her. Beg for her forgiveness. This isn't something forgivable. Trink, trink. Oh,
I know this is sudden, but here is some trivia for you, as you seem to have finished your glass. So, wir lernen jetzt Dinge. Lernstunde. Warum wird das so gemacht? Ah, das wird Captain Morgan. Other popular cocktails that feature rum include the Mai Tai, Mojito, and the If you like pina colada, getting caught in the rain. Dan, dan, dan. If you're not into yoga. If you're not in champagne. Was nicht so? Nein, nein. But into champagne. Ah, into champagne. If you like living off. Making love at midnight. In dunes. Okay, ich glaube, es gibt es nicht immer nur eine Trivia am Abend? Oder ich bin mir nicht sicher. Trink, bestell mal. Was gibt's denn noch? Oh, Wein. Lady! Oh, As full body. But here's some trivia about wine for those who are enjoying Catherine full body. Unlike white wine, red wine isn't categorized as sweet or dry. To express the richness of a red wine, it is described by likening it to the shape of a woman's body. Oh, Ich trinke jetzt Rotwein. Soll tatsächlich relativ gesund sein. Ja? Mhm. Jeden Tag ein Glas Wein, ne? So hieß es. Rotwein. So ein Riesenglas. Drink and play. Nein, nein. Sorry, I made a mistake. Don't worry about it. Den trinken wir aber auch. Hey, 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 Lady. What would you like to order? Hey, ich nehme den Rotwein. Gibt's? Doch, das gibt's. Nimm den Wein. Ja, den Wein. Have some wine. Den hab ich dir doch gerade gebracht. Beer. Beer. Okay. Beer, beer. Sake. Beer, beer, beer. Bett, bett, bett. Den hast du doch eigentlich relativ schnell ausgetrunken, oder nicht? Ja, ein Schluck, Mann. Weg. Boah. No use worrying about it now. Just have to accept it as a one-time screw-up. Okay, red nochmal mit deinem Buddy, oder? Ich hab schon mit angesprochen. Ah, vielleicht sagen sie nochmal was anderes. Das ist nämlich so. Well, she's a bit cold. But Catherine's a good girl. Sie ist wirklich ein bisschen kühl. Oh-oh. Musst du jetzt aufs Klo? Oh, es ist... Oh nein, das ist Spam-Mail. Cat. Das ist Spam. Mhm. Sag mal, Scheiße. Okay, antworten. Wer ist das? Who that? New phone? Vor allem, ups, wer ist das? Wer schreibt denn ups hin? Ich weiß auch nicht. Verrät's mir deinen Namen? Das klingt voll flirty. Oh yeah. Hallo, wenn, oh, wir, das war gut. Wenn wir schon fremd gehen, dann richtig, oder? Wenn wir schon fremd gehen, dann richtig. Also wenn ich was in die Hand nehme, dann mache ich es richtig. Wenn es schief läuft, dann richtig. Ja. Yeah, yeah, shut up. Trink den Wein, trink den Wein. Chat, trink den Wein, trink den Wein. Trink. But here is some trivia about wine. Now that, do you know why red wine and white wine differ? Red wine is produced by fermenting everything, including the skin and seed, while white wine... Oh. Uh-huh. As a result, red wine tastes bitter and white wine tastes fruity. Ah, deswegen geht er so leicht runter, der Weißwein. Ja, ist halt echt so. Either you enjoy the bitterness, aber man sollte wirklich dann Rotwein trinken, weil man den nicht so schnell trinkt. Mhm. Wer spricht da eigentlich? Wir sind aber jetzt schon voll. Eigentlich, wir müssten nicht noch trinken. Ja, ja, warum nicht? Jetzt noch ein Bier. Ja, noch ein Bier. Bier auf Wein. Das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir. Wein auf Bier, das rate ich dir. Ich finde sehr gut, dass die anderen auch noch mal ihre Getränke bestellen, weil sie sind alle voll. Ja. Das sind Japaner, ne? Ja. Die trinken halt, wenn andere immer noch trinken. Aus Höflichkeit muss da einer hinterher. Ja. Okay, let's talk about that curse. Never mind. If you're done bringing us drinks, then scram. You're so cold. Geh mal kurz aufs Klo und schau in den Spiegel.
mir geht's gut, mir geht's gut. Ich taumel nicht, ich taumel nicht. Mir geht's gut, mir geht's gut. Oh, mit dem Typ haben wir noch nicht geredet. Hm? Dem Reporter? Mit dem Links an der Bar. Echt? Ja. Who dead? What? Are you going to look away again? Moment, ist denn Phantom Thieves Poster an der Wand? Da steht Wanted, da sieht man doch Morgana. Ja, da ist Morgana drauf. Stimmt. Huh. Das ist nur zum. Ist das Lara Croft? Du hast ja noch keine Nachricht bekommen. Oh, wie sehnsüchtig du nach einer Antwort wartest. Hey. Ich glaube, sie mag mich. Ich glaube, sie mag mich. Ich komme nicht mehr raus. I'm trapped. Das ist eine Wendetür. Jetzt will ich mal eine andere Musik. Ja, Persona 3, Mann. Schade, dass es nur einen Soundtrack gibt. Ich glaube, du kannst mit der Zeit welche freischalten. Oh, Dancing All Night? Oh, das habe ich tatsächlich. Hey, Persona 3 gibt's noch gar nicht, oder? Ja, müssen wir freischalten. Okay. Mit dem hatten wir schon gesprochen. Oh, das war der Intro-Song von Persona 4. Golden. Komm, die Persona-Spiele so viel Style. Die sind so Swag. Geil. Die Persona-Spiele, Mann. Ja, das komisch, dass die so lange in der Bar bleiben. Normalerweise also hauen die immer recht schön ab. Wir sind noch ganz am Anfang. Oh, shit. I've never cheated in my life before. Johnny. Oh nein, ich wollte mit Johnny sprechen. Johnny. Maybe if I talked to Paul more, this wouldn't have happened. Oh, und ab aufs Klo. It's Catherine. Ah, okay. It's Catherine. Trotzdem. Oh, oh, ich will aber nicht. Oh, gut, was macht man denn? Hallo? Soffen. Mir geht's nicht gut, ich bin krank. What is it, Catherine? Well. Catherine? Gas to war. It's okay. I think I should tell you face to face. Huh? Oh mein Gott. Good night. Dieser Kontrast von fröhlicher Musik und ernster Unterhaltung. Mhm. Ba, ba, the shadow world. Cheating, huh? It's not like I can just apologize for it and everything will be fine. Yeah. Da kommt man nicht so einfach raus. Und mit allen das geredet. Ja. Dann geh noch mal an die Bar und du kannst mit dem Boss noch reden. Ah ja, stimmt, mit dem Boss kann ich noch reden. Mhm. Ich bin nüchtern, ich bin nüchtern, ich bin nüchtern, lalala. Time will slowly pass, each time you sit and talk to people. Have fun with the other bar patrons. Over time, the people in the conversation topics... Stimmt, ich glaube, du musst da sitzen, um richtig mit denen reden zu können. Mhm. You can go home anytime from the door in the front. It wasn't the best idea to hire a musician for her looks. It's just that when I saw her, I felt an arrow pierce my heart. That's a miracle you haven't run this place into the ground. Ja, ein bisschen an Sully aus Uncharted. Have you seen the news? Stimmt. It's nothing but stories about those deaths. They said that there are several people who've died in the same fashion. Erica says that people believe it's a curse given when a woman is scorned by an unfaithful man. Grown man talking about curses? Just ignore Erica. A woman's guess is much more accurate than a man's certainty. To pinch a phrase from a certain someone. You don't think it applies to Erica? Then there's nothing to worry about. Erica's guesses are never on target. By the way, you look a bit glum. Hey boss, you ever cheated on someone? My, my, my. It's not like that. It was an unintentional event. Unintentional? Boah, wie kann man das verstehen? Ist aber ganz nett, dass sie die ja so rumlaufen lassen. Das ist die Wahrheit eigentlich? Das ist die Wahrheit. Ja, aber ja. Ja, ist ja die Wahrheit. Na ja, gut. Oh. Love is the whole history of a woman's life. It is but an episode in a man. To borrow a line from a certain someone. Anyway, it's a strange rumor, and both of us should be careful. Doot, 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 doot. You got mail. You got mail.
Schon wieder? Genau. Hätten wir auch ein Telefon sagen können. Können wir morgen zusammen essen? Du musst nicht gleich antworten. Wir können... Ich wäre da ein bisschen krank. Oh. Gute Nacht. Ja. Komm, sei nicht so gemein zu Catherine. Okay, ich versuche es zu schaffen. Alter, Dude! Okay, na gut, dann hat sie den Eindruck, du bist busy und arbeitest viel. Ja, ich bin busy. Okay, ja. Ich arbeite gerade. Stimmt. Tschüss. Nein, sei ein bisschen nett zu ihr, dann bis morgen. Oh Mann, ey. Ich hab den Controller jetzt gerade. I'm the Vincent now. Look at me. I'm Vincent now. Ich weiß, wie man mit ihr umgeht. Siehst du? Du bist in die richtige Richtung gegangen. Echt? Ja. Ich hab grad nicht hingeguckt. Ha! Okay, das wissen wir ja schon. Jetzt kannst du noch mit dem Reporter schnacken. Der ist nämlich unser bester Buddy. That penis seems to have a rather unique... Well, I welcome the change of pace. This customer is a journalist. He seems to be obsessing over a certain legend lately. A legend? I was originally looking into these suspicious deaths that have been happening lately. I'm Justin, by the way. Have I met you somewhere before? Wir haben uns im Traum gesehen. Mhm. Hab dich im Traum gesehen. Es war so wunderschön. Ich hoffe. Ich kenne das gar nicht. Eventuell. Ist okay. I'm sure I've seen you before. Oh, sorry. We were talking about the legend. Anyway, in my research, I found records indicating that similar cases occurred in 100-year cycles. Many men died last time as well. It's the truth. Ah, every 100 years, huh? I found a Vor allem, es ist die Wahrheit. Trump-Spruch. Oh? Es ist wirklich wahr. Man who survives. Survives the dreams. Very, very rarely. There's a man who is cursed but doesn't die. Isn't that interesting? It's said that the survivor is granted one wish. If he wished for eternal youth, he might still be around. It's like a magic lamp. Well, this is what you're coming up with. Ein Battle Royale. Wish in mind for yourself? To live forever? Not too typical? Me? I'd wish for something different. Like what? I may wish to change the past. Make someone kill me. Oh, I wonder what I'd wish for. That's funny. Unangenehm. Okay. Schon 10. Why else? Employing a pianist, huh? I guess this bar's ranked up. Listen, Archie, you've got to become a better man. I don't know how you're ranking it, but I'm not desperate to climb the social ladder. Men are only acknowledged by their upward mobility. Don't be a tumbleweed. Be like Ivy, always climbing. And let me introduce you. This is Todd, and this is Archie. Are you on your way home from the office? Or not? You're not wearing a suit. Suit? Oh, I don't have that kind of job. That's a shame. You're not one of our customers, then. What do you mean? We make business suits. Haven't you ever heard of Bantam suits? Have you heard the jingle? You'll be the cock of the walk in a Bantam. Oh, you're from Catherine's company. Hey, I think I've heard your voice before. Huh? Have we met? Hab dich im Traum gesehen. Es war so wunderschön. Oh Mann, ey. Das ist total merkwürdig, wenn wir da so reden. His hair looks like a rooster, doesn't it? Das hätte nicht schon mal was gehabt. Bist du öfter hier? Soll ich dir einen Drink spendieren? Dum, 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 dum. You got a mail. Who dat? Danke für deine Antwort. Vergiss nicht, meine Adresse zu speichern, okay? Ich bin heute Abend wieder in der Bar, also warte auf mich, auch wenn es spät wird. Hier die versprochene Belohnung. Zeig es bitte niemandem. Oh, was soll denn die Belohnung sein? Wow! Okay. Vor allem, er will es unbedingt nochmal auschecken und deswegen geht er aufs Klo, um es auszuchecken. Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich da gesehen habe, deswegen torkel ich doch nochmal aufs Klo. Also, das ist meine Verpflichtung als Videospielredakteur, nachzuschauen, was wir da bekommen haben. Genau. Wir haben einen Bildungsauftrag, ihr Fotzen. Oh, so. Mann. Okay, und jetzt ist der Stream. Du kannst auch antworten danach nochmal. Oh, dear Vincent. Ist das nicht mega schwer, so zu schreiben? Was fragst du mich das? Weiß ich nicht. Ich hab nicht so bei mir ist eine flache Fläche, wo man es ganz gut machen kann. Ja. Aber
Okay, ich will das jetzt nicht so genau analysieren. Antworte mal. Was denkst du, womit sie das geschrieben hat? Lippenstift? Blut. Okay. Mache ich das auch mal hier? Warum ist überhaupt noch mal so ein Fleck neben dem V? Ja, deswegen frage ich mich ja, das kann kein Lippenstift sein. Vielleicht Nagellack. Können wir vielleicht näher ran? Nee, wir können nicht näher ran. Das ist nicht so eine Art. Oh, Nagellack könnte es natürlich auch sein. Ja, weil dann tropft das vielleicht auch mal, weil sie zu viel genommen hat. Ja. Vor allem ist es so der Anfang, dir Vincent. Dir Vincent, vielleicht achso, steht ja da drunter noch. Achso. Vielleicht ist die Nachricht ja da drunter noch. Vielleicht geht's ja da noch weiter. Gibt's da noch vielleicht ein zweites Bild? Na, was für ein Downer. Nee. Oh, was für ein Downer, ey. Oh, Cockblock. Okay, jetzt antworte ich ja mal. Cockblock, komm, also. Choose your destiny, flawless victory. Ja, weil das sieht doch Catherine mit Kaffee lieber aus. Oder? Ja, irgendwie schon. Komm, ich finde, da hat sie ein bisschen mehr Charakter. Die ist so slutty. Ja. Das ist halt so, guck mal, die hat sogar noch so den Black Belt für Blowjobs, wollte ich gerade. Was? Hier, sie hat so einen Choker. Ach so. Wie jetzt antworte ich endlich? Ach so, ja, okay. Ich bin da auf du dem Bild hängen. Du bist bei der falschen Catherine gerade. Oh, oh Gott, du hättest als Nachricht die falsche Catherine geschenkt. Oh, hell yeah, ich speichere es natürlich. Wow, hör auf. Es kommt auf an, wie man es ausspricht. Wow, nett. Wow, nice. Es muss dann dieses wow, nice. Und dieses, es klingt eher so wow, nett. Also, er hat schon Besseres gesehen, aber es ist gar nicht ja, so schlecht, was er da zeigt. Ja, je nachdem, wie sie es im Inneren sich vorliest. Also, ich hätte es dann, damit man weiß, dass es auch nice ist, hätte ich dann wow, nice geschrieben, weil es im Deutschen auch besser funktioniert. Mit nice ist ein stärkeres als nett. Ja. Nett ist halt so, da kann man nicht meckern. Ja, ist schon nett, kann man nicht meckern. Ja, genau, das ist dieses typische anfassen. Oh, ja. Alter! Das war doch nur eine Anspielung auf kann man schon essen. Was? Ja, warum musst du so aussprechen? Dude, du hast gerade. Was dir? Egal! Also speichern wir den Schiss? Ja, wir speichern den Schiss. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Hey, du hast den Controller in der Hand, okay? Ich hätte das nicht geantwortet. Also hör auf mir dieses Zeug zu schenken, das ist aber auch unhöflich, das, ja, oder? Ja, ich hätte wow nett gesagt. Okay, wow nett. Also ob wir speichern oder nicht, ist egal, aber nett finde ich klingt halt so. Och, nee, ja, oh my sweet summer child. Oh, du armes Ding, du. Ja, aber es kann ja auch sein, dass sie das irgendwie sich dadurch angespornt fühlt. Hey, ich finde es ein bisschen unglücklich. So, oh, nice. Aber okay, gut, nett. Es ist nett. Give me that. Ich will mehr. Ah, du kannst mir dieses Zeug. Das ist, kannst mir nicht dieses Zeug schicken. Ah, okay. Das ist wow, nett, das ist. Das ist echt cool. Ja, kann man. Das ist der unbeeindruckte Vincent. Wir müssen cool wirken. Dann wirken wir so unantastbar. Und dann will sie mehr. Wir sollten aufhören, das zu analysieren. Ja, wir sollten aufhören. Ja. Ja. Hey, das war gut. Eine gute Antwort? Das war eine gute Antwort. Hä, wir sind nie böse. Ja, ich habe wirklich den Eindruck, dass sie sehr häufig wir sind. Nice, Vincent. Jetzt bleibt er erstmal so sitzen. Das wäre so ein Moment, wo ich gedacht hätte, hätte vielleicht gar nicht antworten sollen. Ja, stimmt, was passiert dann eigentlich? Nichts wahrscheinlich, nichts Großartiges. Erstmal was trinken. Puh, ich muss mich von dem Bild erstmal erholen. Die sind immer noch da, normalerweise gehen die mir mega viel. Hey Jungs, wollt ihr mal sehen, was ich bekommen habe? Oh, Lando's weg. Huh? You didn't know? He got married while he was pretty young. He lost a lot of money in some scam. His wife left him. He pretends not to mind. But I think it still gets to him sometimes. Even when his wife calls him, he... Huh? Schreck zu zitieren. Ja, für das, was es sein wird. Ich wünschte, ich könnte Catherine das schreiben. Ja, für das, was es sein wird. Krass, wie lange wir in dieser Bar pennen können eigentlich. Wow. Is it that late already? Pep Johnny... Das erwartet man nicht so direkt im Spiel, aber da steht ein bisschen auf Catherine mit K.
Johnny. Mhm. Deswegen ist er halt immer so wütend. Ja. Er hätte seine Seelenverwandte schon gefunden. Fachwissen über Bier mit Wirt und Chiara. Das ist Craft Beer. Was ist denn Craft Beer, lieber Videospielmann? Tja, wie unser Raketenbräu. Ey, dann ist das ganze Bier aus meiner Heimat Craft Beer. That was the beer trivia for the night. Danke, Videospielstimme. Next. Alter, willst du noch was bestellen? Hä, ist ja unsterblich, das ist ja Flash. Ah, noch was trinken. Give me that. Mehr. Okay. Mann, durstig, noch was trinken. Ein Sack, um alles runterzuspülen. Morgen ist wahrscheinlich erst Dienstag. Aber wir schließen weiter. Oh. Listen up. Just got some fresh news. Yeah? About that curse? No, even better. There's a witch in town. Can you believe it? No, the Hexe. Get back to work. Mhm. Also, Erica sah aber auch gerade ein bisschen besoffen aus. Das finde ich interessant. Das hatte ich auch noch nie. Das, wie gesagt, wurde geschließen bald. Unangenehm, ne? Ich meinte, Videospiel möchte leben. Okay. Wurdest du noch nie aus der Bar geschmissen? Also, doch, weil sie schließen halt. Ja. Aber nicht, weil ich mich doof genommen habe. Ah, okay. Ich dachte, du bist immer die Person, die pöbelt. Oh, jetzt trink dann ganz allein den Sake! Sake! How are you going to avoid the inevitable? You'll have to pay for your sins. Did I just hear something? Nein. Oh-oh. You're here. Diese Stimme. Oh, hallo, Catherine. Why are you here? I thought you'd be here around this time. Just like last night. Sie hat den Namen da schnell wegbekommen. Yesterday, I don't really remember that much. And actually, I... Oh, hey. Do you want me to wake up early tomorrow and make you breakfast? What do you want to eat? I'm a pretty Ollie, 5 Minuten noch. No. Huh? Why not? Not today, I mean. More than today. Just... Sie ging gleich ein Bubble Tea holen. You're cute. Going to the restroom. No. No more. Okay, that's all no nice. More cheating. Okay. Holy shit! Why what the you fuck? You were taking forever and I got worried. Oh, well... Kann ich mir erstmal die Hände waschen? You can't leave me now! We finally have a moment. Lass mich doch erstmal die Hände waschen. Oh. Oh nein, jetzt wird sie ganz nass. Mit ihren weißen Klamotten. Ich dachte, jetzt sind die Hände gewaschen. Ich bin ganz nass. Mm-hmm. Like it? I'll go get a towel. Oh Gott! Ich hab die noch nie so gucken sehen. Sie ist verrückt. Sie ist loco. Die nehmen wir. trink. Warte. Da ist ja bald speichern. Vorbei speichern, ist. Speichern. Sollten wir vielleicht mal speichern. Ja. Trink. Mit uns. Trink. Ja, ich trinke schon. Okay. Du bist ein schlimmer Mensch in dem Spiel. Hey, ich will mehr über Sake erfahren. Ah ja, genau. Deswegen zwingst du Leute zum Trinken. Ja. Hast recht. Besser ist es. Erstmal den Mut antrinken. No use worrying about it now. Just have to accept it as a one-time screw-up. Ist aber schnell trocken geworden. Hey, can't I come over? It's just bad. If someone saw us like this, I... Why are you acting all embarrassed? You want to leave right now? Weil ich eine Freundin habe? Jetzt mal sie nicht. Ne, sag es ihr doch. Aber weiß ich mal, wie sie heißt. Stimmt. Sie ist, sie heißt... Ethan. Nein, warte. Ich check nochmal ganz kurz, wie sie heißt. Kokettisch Cat. Kokettisch Cat. Ah, so sah sie aus. Da ist es ja nur noch sie da. Ja. Ansprechen? Kurz noch eintrinken. Lecker. Ist noch recht bescheiden, ihr Spiel. Ist immer noch Sake?
Okay, wir trinken das Sake aus. Das unendliche Glas. Weißt du, was wir machen? Wir stehen auf und gehen ohne sie. Tschüss, Catherine. Hey, are you going home? Oh shit, sie hat's gemerkt. Nein! Nein, noch nicht. It's not like that, but... Oh, well, let's drink some more then. Sie mag dich nur, wenn du betrunken bist. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Oh, Erika ist auch betrunken. Okay, ich glaube, jetzt kannst du nochmal speichern. Dann ist die Zeit sowieso schon vorbei. Dann ist die Zeit auch vorbei, ja. Ja, dann haben wir mit jedem geredet. Alter, wir waren mega lang in dieser Bar. Mhm. Ich würde sagen, wir waren gar nicht so schlecht heute. Ja, also, ich auch. Gar nicht so schlecht. Hätten vielleicht ein bisschen schneller spielen wegen den Votes, aber es geht ja nicht, ne? Es ist halt ja, wegen den ganzen Dialogen, die muss man halt machen, damit man einigermaßen ein gutes Ende bekommt. Ist genau, ja. Wichtig, ja. Außerdem, ich finde, das weckt so eine Atmosphäre, dass diese ganzen Charaktere wirklich irgendwie ihre eigene Hintergrundgeschichte haben. Das macht alles ein bisschen lebendiger. Ich finde, das haben die Persona-Entwickler einfach mega drauf. Also bei Persona 4 ging mir das komplett so. Als das vorbei war, dachte ich mir, nein, meine Freunde. Meine echten Freunde? Meine echten Freunde. Oh, ja, stimmt, die gibt's auch noch. Real Life ist so scheiße. So. Morgen geht's auch wieder weiter mit Catherine, direkt nach Moin Moin. Mhm. Wenn ihr so weiter das Schicksal von Vincent bestimmen wollt, schaltet ein und wir sehen uns dann morgen. Bis dann.